Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück mit Victoria 3, Österreich. Wir sind gerade in einem Krieg mit Skandinavien. Also eigentlich waren wir im Krieg mit Skandinavien und Preußen. Haben Preußen dazu gezwungen, ihre Ambition, Deutschland zu gründen, aufzugeben, und haben Danzig an die Russen gegeben, weil what shells? Das schwächt die Preußen auf jeden Fall und das stört mich nicht. Wir wollen ja eigentlich nicht wirklich Deutschland gründen. Ich habe den Angriff trotzdem gemacht, einfach um auszuprobieren, was passiert, wenn ich es tue. Preußen haben wir schon aus dem Krieg rausgeworfen. Leider hat Preußen den Skandinaviern versprochen, dass sie Schleswig oder Holstein oder so irgendwie als Abwehr bekommen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Deswegen werden wir den Krieg so lange weiterführen, bis Skandinavien aus dem Krieg geflogen ist. Und das wird ihnen schon bald passieren, so wie es ausschaut. Also wir sind zwar dabei, hier anzulanden, aber eigentlich verlieren wir das. Aber die Franzosen haben es geschafft. Ja? So, jetzt machen wir mal Folgendes. Erstens einmal schickt man da den einen oder anderen darauf, um die Franzosen zu unterstützen. Du kannst angreifen, weil du es kannst. Und du kannst verteidigen, weil du es kannst. Und jetzt machen wir Folgendes. Du denn landest bitte in Jütland an. Einfach weil du es kannst. Ja, die Franzosen machen da eh alles klar. Klarschiff. Die nehmen die Schweden eh auseinander. Aber wir hätten tatsächlich einen Kriegsgrund hinzufügen sollen, dass sie, soweit ich weiß, ist Schleswig noch immer ein Teil. Könnte sein, dass die, ja, die haben eine Personalunion mit Skandinavien. Was mit euch? Die haben auch eine Personalunion mit Skandinavien. Wieso wollten sie die als Puppet? Ich meine, in Wirklichkeit ist das doch lächerlich. Das sind doch eher mehr oder weniger eine Puppet, oder? Schauen wir mal. Wieder skandinavischen Schiffe. Aber unsere sind tatsächlich besser ausgerüstet. Schaut zumindest so aus. Wir versenken da das eine oder andere. Oh, Ironclads. Yay. Sehr gut. Was haben wir gesagt? Machen wir als nächstes. Society. Das da. Etwas besser. Damit wir schneller produzieren und unser GDP noch stärker und schneller wächst. Ja, das war einfach. So, du greif bitte hier an. Und du greifst bitte nirgends an, weil du bist kein guter Angreifer. Als Verteidiger dazu. Und du bist eigentlich auch ein ziemlich mieser Angreifer, aber was soll's.
Oh, I see. Eine newly formed party, Progressive Club. Progressive Club, so. Wer ist der Progressive Club? Das ist aber viele drinnen. Die Rural Folk ist beim Progressive Club dabei. Echt jetzt? Was ist denn das für eine komische Partei? Wie bringen Sie diese vier Interessensgruppen unter einen Hut? Oh, und genialerweise haben sich die Aristokraten und die Katholiken in zwei Parteien gespalten. Ja, sehr gut, sehr gut. So muss man das machen, um seine Macht zu verlieren. Das Spiel will ja richtig gehen, dass ich liberalisiere. Unsere ÖVP, die Aristokraten. Alles von uns für uns. Naja, Und wir haben noch immer Ferdinand als Regenten, oder? Ferdinand ist mittlerweile 75. Bis Franz Josef an die Macht kommt. Naja, soll es sein. Okay. Aber noch eine Anlandung, dieses Mal halt in Jütland. Mit dem guten Albrecht. Was ist das? Our neighbors in Prussia have become known for their ruthless foreign policy. A concern that the Christian Social Party has raised in the election campaign, promising to be harsher in turn to deter aggression. Das finde ich gut. Das sind die Aristokraten, gell? The Prussian menace must be deterred. Plus 30% für die Aristokraten. Ja, die Preditions und Preußen können, glaube ich, nicht schlechter werden, oder? Was ist das? They are just looking for a target for their posturing. Echt jetzt? Das soll ich machen? Spinnst du Spiel? Unfassbar. Mal abgesehen davon, dass die Preußen mittlerweile ein politischer Zwerg sind, werden wir sicher nicht anfangen, irgendwas nicht. Ja, okay. Das ist auch bald vorbei. War Support minus 4,1. Achso, ich habe Pause gedrückt. Ah, und sie verlieren 2,5. Nein. Ja, 2,5. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ich glaube, es wird besser, wenn wir Jütland haben. In Jütland oder Seeland, Skania. Spricht man sich anders aus. Schonen, glaube ich, ist die Aussprache für Skania. Skandinavien, das war jetzt das dritte Mal, dass du das gemacht hast, dass du Leuten geholfen hast. Oh, Booming Industry was successfully completed. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber Industrial Doom. The recent expansion in both the production and consumption of our country. Ah, wahrscheinlich, weil ich irgendwelche Chemical Plants fertig habe. Ich glaube, irgendwie, es gab ein paar Sachen, die man machen musste. There has been much debate on whether the military or the industrial sector is a priority. We are trying to put both industries. Gibt uns einen Boost für die Chemical Plant Building. The industrial sector priority. Das gibt einen Boost für Eisen, Lead und Sulfur. Okay.
Oder Munition. Ah, das will ich eigentlich. Mehr Explosive. Schau mal, wie teuer sind die Explosives jetzt gerade? Da haben wir eigentlich relativ stabile Preise. Stahl und Engines müssen wir auf jeden Fall raufgeben. Explosives sind immer plus 18%, noch sehr hoch. Okay. Okay, wir sollten woanders auch welche bauen. Tirol und Südtirol hat keine Leute mehr. Was ist mit Istrien? Ist auch fast keine Leute mehr. Ha. Kroatien. Da bauen wir schon zwei aus. Bauen wir noch einmal in Galizien. Wir müssen einfach auch in den anderen Gebieten bauen, weil wir haben bald keine Leute mehr. Ich meine, Österreich geht noch. Und auch recht viele, aber trotzdem. Hardwood. Schauen wir mal, können wir das importieren? Irgendwo. Sizilien, Baden. Können wir Baden vielleicht in unseren Markt bringen? Nein, nicht mit minus 328. So, warte, kann man das auch produzieren? Wo produzieren wir denn gerade welche? Das ist eine gute Frage. Um einfach überall, wo wir schon eins haben, brauchen wir uns dazu. Kann nicht so falsch sein. Wenn Holz etwas billiger ist, ist es auch nicht so schlimm. So, Luxuries. Wein ist noch immer so teuer. Wohl nicht. Kroatien, Slawonien, haben wir gesagt, und Dalmatien sind besser für Landwirtschaft. So, Munition, da haben wir eigentlich plus 2%, oder ist der Preis okay? Würde ich fast sagen, habe ich da, was habe ich jetzt geklickt dort? Echt jetzt? Nein. Was habe ich jetzt bei der Booming Industry genommen? Sehr gut. Ich bin sehr klug. Ich weiß genau, was ich tue. Matter of Hungary. Ja, nice. Ein Kletz, das müssen wir umstellen nachher. Für die Grand Expedition brauchen wir International Relations, Railways. Is it Peace? Na gut, das muss passieren irgendwann einmal. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Level 20 Urban Center, ein Level 10 University und Level 10 Arts Academy. Puh, na dann. Fangen wir mal an ein bisschen. Ah, wenn wir das da alles machen, dann wird das eh Level 20. Machen wir mal Arts Academy. Weiter um Universitäten. Mal 6. Schauen wir mal. Die Grand Expedition, das wollen wir schon machen. Das wird lustig. Kampf. Ja, mittlerweile
Sind die Schippernackeln total hinüber? Rumänien Migration. Okay. Die Rumänen wandern aus. Wow. Civilizing Mission. Ist auch okay. Unproductive Trade. Okay. Ja, gut. Sei mal inactive. Trade Routes need Convoys. Okay, wir brauchen mehr Ports. Und wir haben schon 20 Staten Turmoil, finde ich gut. Kroatien und Lower Egypt. Oh. Uff. So, du greifst hier auch an. Du greifst hier auch an. Du machst auch Verteidigung hier. Passt. Eigentlich passt das jetzt, oder? Und yay. Oh, wir haben 57 Gebäude in der Reihenfolge. Bist du irre? Vielleicht sollte ich da ein bisschen vorsichtiger umgehen, weil sonst kann ich nicht schnell auf den Markt reagieren. Könnten wir sagen, ihr gebt's auf? Wer zum Henker? Warum? Könnten die einfach kapitulieren, die Wappler? Oh, wir sind schon nach Schonen. There is a Brückenkopf. Yay. Und Kombination. Perfekt. Perfekt. Wir können mehr Interests deklarieren. Okay. Machen wir das doch glatt. Erklären wir hier Interest, weil dann können wir nämlich nach dem Nil suchen. Ah, ich hatte es nicht gesehen. Wie ist die Wahl aufgegangen? Wieso kann ich das nicht nachlesen? Ein Overview sehen, wie viel sie Stimmen gekriegt haben. Die einzelnen Parteien. Wie viele Stimmen hat die Progressive Party zum Beispiel gekriegt? Und diese Typen.
Wenn ich die Katholiken raushaue und die reingebe. Natürlich Supi. Jetzt sind die in der Regierung, aber wir machen vielleicht trotzdem einen los. Wir überall losmachen. Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten. Naja. So, was machen wir? Wir wollen gerne Dedicated Police haben, eigentlich. Die wollen alle hier. Die einzigen, die das nicht wollen, sind die Aristokraten. Okay, gut. Wir haben gesagt, wir machen nichts gegen die Aristokraten. Machen wir das auch nicht. Nein, das ist falsch. Da könnten wir aufgehen. Da sind auch die Aristokraten dagegen. Wer hätte es erwartet? Okay. Wird da ein besseres? Nein, da sind sie sicher auch dagegen, gell? Ja. Natürlich sind sie da dagegen. Ich finde Interventionism ganz okay. Laissez-faire ist nicht so gut. Außerdem sind die Aristokraten auch dagegen. Agrarianism ist definitiv machen will. Er ist da dagegen. Ja. Okay. Das würden sie machen. Das finde ich nett. Könnten die Monarchie abschaffen. Das könnte problematisch werden. Okay, da sind sie dagegen. Gut, machen wir nicht. Landed Voting. Achso, nein, Wealth Voting sind sie wahrscheinlich dagegen, ja. National Supremacy. Das sind sie auch dagegen, gell? Ja. Verbessern. Das würde ja helfen. Total Separation. Nicht dagegen. Könnte ein bisschen helfen mit der. Das würde die Kirche schwächer machen. Wir wollen die Kirche eigentlich nicht schwächer machen. Da würde ich auch ganz gerne eine bessere machen, aber da sind sie auch dagegen, gell? Das ist ein bisschen so, wie wenn man die ÖVP in der Regierung hat. Man kann nichts umsetzen, weil sie gegen alles sind. Gegen alles sagen sie njet. Obwohl vielleicht, wenn man zumindest die Bürokraten umsetzen. Professional Army will ich auf jeden Fall lassen. Egal, was die anderen sagen. Secret Police will ich eigentlich auch lassen. Das ist ein gutes. Hospitals, Schools, Police Force haben wir jetzt schon. Dann rein theoretisch könnten wir die Colonial Laws ändern. Da könnte man auf Right of Assembly gehen, aber da sind sie sicher dagegen. Nona. Child Labor Restricted. Oh, da sind sie nicht dagegen. Also eine Kirche so besuchen, wenn wir da hätten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was, wenn wir das machen? Plus 2 Maximum Education Institution. Cool. Wieso kann man das nicht machen? Wahrscheinlich aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Das könnte man dann tatsächlich machen. Ah, da kann man auch plus 1 auf Education gehen. Das ist nicht schlecht. Die Mortality sinkt, das heißt, wir werden noch älter. Okay, gut, das ist eine interessante Sache. Da können wir nur zurückgehen. Das ist uns wurscht. No Social Security. Rein theoretisch, na, da sind die Aristokraten dagegen. Also, no. Migration Controls.
Aristokraten könnten das No Migration Controls geben, oder sind die Aristokraten sicher dagegen? Nein, doch nicht. Closed Borders. Wer ist da dagegen? Alle. Bis auf die Aristokraten. Slavery Band. Okay. Machen wir Child Labors. Restricted Child Labor. Finde ich gut. Wir machen mal ein Gesetz und wir tun so, als würden wir uns dafür interessieren, dass unsere Bevölkerung gut geht. Finde ich doch gut. So, jetzt. Wenn wir Sandschau im Ding haben, können wir das machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. 109k, das heißt, was wir auf jeden Fall machen werden, ist uns die etwas zurückschrauben. Ich würde fast sagen, wir bleiben da bei der Military Wages. So, okay, wir haben kein Deutschland gegründet eigentlich. Wir haben sogar nur noch 13 von 19. Finde ich gut. Finde ich super. Weil Anhalt, nein. Weil Schleswig-Holstein jetzt nicht mehr auf unserer Seite ist. Okay. Okay. I see how it is. Ja. Ah, das ist Unification Play. Da kämpfen wir, oh, da kriegen wir 87,4 Armee. Verstehe, das heißt, zuerst müssen wir ihn ausnocken als Konkurrenten und dann müssen wir einfach alles unifieren. Das ist keine schlechte Sache. Frankreich würde mitmachen wieder. Und Russland und Großbritannien auch. Gegen wen würden wir da kämpfen? Preußen, Braunschweig, Luxemburg, also da würden jetzt ein paar auf der anderen Seite mitmachen. Auf unserer Seite wäre trotzdem noch die bei weitem stärkere. Okay, das würde dann aber Deutschland gründen, auf jeden Fall, würde ich mal fast sagen. Ja, weiß ich nicht, wie ich das mache. Ich meine, es würde auf jeden Fall davon ablenken, dass wir einen Haufen. Okay, warte jetzt mal das da. Tschüss, tschüss. Tschüss. Okay. Rotary Valve Engine. Damit können wir Steel Mills, Paper Mills, Tooling Workshops besser machen. Okay, dann machen wir das noch schnell. Schauen wir uns diese Sachen an. Textile war nicht, oder? Furniture. Ah, okay, das ist. Jetzt kann man Precision Tools machen. Da machen wir mehr Luxury Furniture. Finde ich gut. Ah, wir brauchen auch mehr Hardwood. Schauen wir was an. Tooling Workshops. Da brauchen wir mehr. Ah, da ersetzen wir Laborers durch Kohle. Okay. Aber Kohle ist zurzeit eh relativ günstig. Machen wir das doch glatt. Paper Mills. Wir können das auch machen. Okay, in Wirklichkeit ist das aber
So, wir brauchen mehr Farbstoffe. Chemical Plants. Fertilizers natürlich. Astilmehl waren auch noch. Das kann man auch noch verbessern. Kann man auch da verbessern. Okay. Das kann man jetzt nicht vorstellen. Ach so, Kroatien hat noch keine. Ist eh klar. Mehr Kohle. Kroatien. Und nämlich gerade. Motor. Ja, klar, machen wir es auch. Können eigentlich, könnten wir die geben? Invented Mutual Funds, ne? Arms Industry. Wir können einen Breech Loader machen. Das kostet uns. Das macht mehr Artillerie. Und kostet Stahl. So teuer derzeit. Also machen wir es mal nicht. So, schauen wir mal. Können wir hier auf Electric stellen? Das kostet viel, aber wir bauen einfach da weiter aus, oder? Wir haben sogar eine 15%ige Stall-Wahrscheinlichkeit, naja. Kann man nichts machen. Machen muss man Sachen halt ausprobieren mal. So. Ah ja, stimmt, wir wollten unsere Industrie ein bisschen umstellen, das haben wir gemacht. Nur noch eine Frage, was können wir da noch? Path to Socialism. Following must be true for at least 3 months. Any Austrian interest part of the government cloud is greater than 15%. At least one of Communist Vanguard ist Anarchist. Okay. Path to Liberation. Wollen wir eigentlich alles nicht? Wir haben gesagt, wir wollen die Aristokraten weiterhin stärken. Ich meine, wir haben jetzt nicht aktiv die Liberalen und die Sozialisten geschwächt. Oh, warte mal. Ironclads, genau. Das war noch was, was wir machen müssen. Shipyards können wir umstellen auf Steamships. Also was ändert sich? Wir brauchen mehr Kohle, verbrauchen aber weniger Wood und Fabric und auch mehr Stahl. Du Irre, wir brauchen viel Stahl. Ja. Wann kommen die ersten Stahlwerke? Kommen keine mehr. Oh, wir haben 4 Pages. Okay, Stahlwerk 1 rauf, Stahlwerk 2 rauf, Stahlwerk 3 rauf. Drei Stahlwerke an die vorderste Front. Ich mache mal nach der Silk Plantation jetzt und aus.
Mal die zwei Stahlwerke und dann machen wir die Schiffumstellung. Weil wir stellen dann die Schiffsproduktion um und gleichzeitig stellen wir dann auch die unsere Schippermuckeln hier um. Auf Ironclads. Okay, aber das machen wir erst das nächste Mal. Bis dahin, meine Lieben, wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut, träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal.